Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS15. Ja, ich habe ja schon mal so ein bisschen vorgearbeitet, ein bisschen was gepresst. Ich mag das ja nicht, wenn das dann zu langweilig für euch ist. Also so, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir dann halt solche Feldarbeiten, ja, dass ich die dann halt mal offline mache. So, zurück anwerfen und ein bisschen was habe ich da hinten noch. Und jetzt muss ich halt auch überlegen, wie wir unser Geld investieren. Und ich dachte mir, wir stellen nochmal die Viehzucht, sage ich mal, noch ein bisschen zurück. Und ja, gehen nochmal in die Forstwirtschaft. Wobei ich dann auch denke, Moment, läuft das Ding? Ja. Wobei ich dann auch denke, dass wir das ziemlich schnell aufholen können, weil mit einem Forst verdient man einfach sehr gutes Geld. Und dann können wir das schnell wieder mit den Maschinen und so weiter dann aufstocken für die Viehhaltung. So, also noch einige Rundbeinen. Wobei ich auch schon mal überlegen, ob wir in Zukunft dann nochmal auf Qualerbeinen umsteigen. Das weiß ich aber noch nicht. So genau. Wahrscheinlich dann auch erstmal einen Beinsammelwagen haben. Mal gucken, wie sich das dann so am besten verhält, weil so eine Mischung zwischen Rundbein und Qualerbein ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Nochmal. Ja, wir müssen das Feld halt leer kriegen, weil es natürlich wieder bewirtschaftet werden. Und dann gehen wir gleich nochmal in den Forst oder vielmehr kaufen dann gleich noch was ein für den Forst. So, die ist voll. Pickup mal hoch. Und legen sie an den Straßenrand, dass das Ganze nicht in die Quere kommt. Ich glaube sogar, ich drehe mal und wir machen das hier. Und dann später sammeln wir das dann alles ein, wenn ich den Frontlader hier habe. So. Okay. Ach komm, ich fange einfach hier noch mit an, ist ja egal. Hab ich den Pickup unten? Nee, hatte ich nicht. Dann wird's schwierig mit vollbekommen. Ja, sonst was gibt's Neues? Das neue Logo steht so halbwegs, wenn ihr es bemerkt habt. Also was heißt halbwegs? Ich muss mal schauen wegen den Farben, ob das jetzt so bleibt mit dem Schriftzug. Aber ich denke schon, dass wir das jetzt erstmal so lassen können, dass ihr auf jeden Fall auch den Kanal immer schnell wiederfindet. Ja, in Zukunft vom Kanal sind natürlich sag ich mal, zu 90% werden Simulationen sein. Und vielleicht auch dann ab und an mal eine Wirtschaftssimulation wie zum Beispiel Transocean. Aber das wird dann die Zeit zeigen, inwiefern das euch dann interessiert. Deswegen ist immer eure Meinung auch wichtig. Was ihr gerne seht. Klar muss es mir auch Spaß machen, aber wenn ihr da mal irgendwelche Wünsche habt oder euch irgendein Titel besonders gut gefällt, dann könnt ihr das damit beeinflussen, dass ihr einen Daumen da lasst oder halt was drunter schreibt. Und der Daumen ist dann für mich auch Indikator, wenn ihr halt einen Daumen hoch gibt, dass ihr das Spiel weiterhin sehen möchtet und euch die Spielweise auch gefällt. So.
Das Ding sieht aus, ne? Krass. Echt krass. So, ich kann eigentlich noch eine vorrollen. Oder daneben. Ja, dann gibt es noch einen Mod, den habt ihr mir ja auch empfohlen. Ich muss ja hier einen Rückwärtsgang reinmachen. Völlige Umstellung. Den habt ihr mir ja auch empfohlen. Und zwar kann man dann die Spiegel feststellen. Den habe ich jetzt noch nicht drauf. Da muss ich mal sehen, dass ich mir demnächst den mal runterlade und mal anteste. Finde ich eigentlich ganz gut, weil wenn ich jetzt hier in die Spiegel gucke, da sehe ich nichts, ne? Und wenn ich die so ein bisschen weiter nach außen drehen könnte, dann wäre das schon eine Riesenhilfe. Ich zum Beispiel sehen könnte, der Pickup unten ist, aber gut, das kann man so, glaube ich, nicht hindrehen. Das wäre dann schon ein bisschen... Nee, ums Eck geht es ja nicht. Ne? Aber so ein bisschen mehr an die Seite würde ich es mir jetzt stellen und ich jetzt gerne ein bisschen höher. Dass man sich das halt individuell anpassen kann. So. Ja, ansonsten, wenn ihr jetzt noch nicht so lange dabei seid im Kanal, dann erstmal herzlich willkommen und ja, mein Kanal steht halt auch dafür. Es werden auch nochmal Mod-Vorstellungen wiederkommen und Euro Truck Simulator wird wiederkommen. Omsi wird vielleicht mal kommen, den werde ich mal antesten, da steht aber noch aus, dass ich nochmal so eine Fahrstunde nehme, da wird mir nochmal jemand helfen. Ja, mal sehen. Vielleicht könnt ihr sogar dabei sein. Da muss ich dann nochmal abklären, ob der andere das dann auch möchte, wenn wir das tun. So, könnte vielleicht ganz witzig werden, weil ich tue mir ja immer noch schwer mit dem Omsi. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Bin ich zu doof so. So. Geht dabei mehr um die Einstellung mit den Fahrplänen und den ganzen Kram. Also Omsi ist übrigens ein Omnibus-Simulator. Ich weiß mal erwähnen, kennt ja nicht jeder. So. Ich glaube aber, den Rest mache ich später. Okay. Weil wir wollten ja noch ein bisschen in den Forst, ne? Okay. Wir haben es ja noch nicht ganz so viel und ich dachte mir... erstmal überlegen, ob wir erstmal auf den... Scorpion King sparen, aber ich denke mal, wir kommen schneller voran, wenn wir jetzt den Buffalo erstmal nehmen und dann den Scorpion King, weil ich habe noch jede Menge Holz im Wald liegen und da müsste nicht alles kreuz und quer mit dem New Holland durch die Gegend fahren. Den können wir ja auch unterstützend dann weiterhin nehmen, das war vielleicht dann, keine Ahnung, am Seitenrand stapeln, ich weiß noch nicht wie, aber auf jeden Fall würde ich den mal gerne nehmen. Und ihr schlagt jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zu. Nein, du es nicht. Aber ach komm, wir hauen die Kohle raus, weil das kommt gleich wieder rein, glaubt's mir. Okay. Schade, dass man hier keine Farbe wählen kann. So, dann können wir nochmal durchgucken. Da ist er. Da ist das gute Stück. Und ja, ist halt extrem geländegängig und man kann damit super Holz aufladen. Zumindest glaube ich das. Das habe ich ja nur diese Joysticks. Ne? Okay, dann gucken wir mal, ob er anspringt. Das sieht gut aus und wir müssen Richtung Wasserfall. Da ist dann die Brücke.
Hier auch mit Kameraansicht. Ja, ich weiß so gerade Maximalgeschwindigkeit. Hat der eigentlich Blinker? Nee, hat der gar nicht. Braucht der das nicht? Okay, wird wohl nur als reine Arbeitsmaschine genommen. Also wird man den eigentlich jetzt auch auf dem LKW wahrscheinlich transportieren, oder? Obwohl... Weiß ich nicht. Weiß das jemand von euch? Kennt er sich damit aus? Und wie wird das Ding in Forst genutzt? Ist das nur um die Stämme von... vom Wald an die Straße zu bringen oder liefert man damit auch ab, weil dafür ist er ja eigentlich zu langsam, oder? Also wenn das einer von euch weiß, gerne mal her damit, sonst werde ich mal schauen, ob ich da nochmal ein Video finde oder irgendwie so ein vielleicht auf der Hauptseite von denen oder so, würde mich mal interessieren, für was denn der genau dann so gedacht ist. Ja. Weil normalerweise, wenn er jetzt hier auf der Straße fährt, müsste er ja auch dann Blinker verbaut haben. Der hat ja noch nicht mal eine Rundumleuchte, was ich eigentlich sehr schade finde. Gerade mit dem Arbeiten, mit dem Kran. Ist nicht sogar Pflicht in Deutschland? Dachte ich zumindest immer. So, wir fahren mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Bäume. Das ist wirklich ein schönes Teil. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, ob uns das irgendwie die Arbeit erleichtert. Oder halt nicht. Wir haben jetzt noch knapp, glaube ich, 14.000 auf dem Konto. So, da vorne können wir schon loslegen. Das Gute ist, bei dem, der braucht ja auch keine Stützen oder so. Der kann ja so dann direkt aufladen. So, wir drehen uns mal um. Okay, ich glaube, so könnte ich nichts sehen, oder? Ich weiß gar nicht, wie das dann die richtigen machen, weil die haben ja keine Kamera, so die... So wie hier, oder? So, ich hoffe, ich habe nicht die Hälfte vergessen. Aber ich glaube, ich habe es... Das Grundlegende weiß ich, glaube ich, noch. Und mal, dann fahre ich den noch ein bisschen runter. So. Und ich sollte ein bisschen schwenken, ne? Was ich gerade mache, ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich... Ah, so geht's auch. Könnten wir den jetzt wieder raushauen? Ja, ich teste gerade was wegen den Einstellungen. Ich hab's aber gleich. So, der ist sogar geschnitten. Guck mal, ich dachte, das wäre ein größerer Stamm. Ist es gar nicht. Okay, es wird gleich besser, YouTube. Es wird gleich besser, wenn ich jetzt so die Grundlagen gleich wieder im Kopf habe. Okay, mal drehen. Und ich denke mal, den können wir jetzt fallen lassen. Okay. So, mal ein bisschen rausfahren. Okay, das passt. Und ich hoffe, das geht im Endeffekt wirklich schneller. Aber ich glaube schon. Ein bisschen gerade drehen. Ah, du musst weiter nach hinten. Ich denke, ich schlag gleich an, dabei habe ich hier noch jede Menge Platz. Okay. So.
Ja, der Arbeitsbereich ist echt sehr groß. Ne? Ja. Ja, da muss ich schon langsam ans Maximum dran. Aber den kriegen wir. Den kriegen wir. Ja, komm, reicht. Hängt sogar noch ein Ast dran, aber den verkaufen wir gleich mit. So. Okay. Dann wechseln wir wieder die Kamera. Und die Kabine drehen brauchen wir jetzt nicht. Muss ich nur aufpassen, hier war noch diese... Ach nee, die sind da hinten, alles klar. Ich wollte gerade sagen, diese blöden Äste waren noch hier irgendwo. Oder die Stämme, die verbuggt waren, das sind die zwei da vorne. So, und das ist doch jetzt echt hier ganz praktisch. Okay. Das einzige Doofe ist halt, dass wir dann wieder manuell abladen müssen. Na. Völlige Konzentration. Ich gehe mal auf die andere Kamera. So. Oh, das klappt doch ganz gut. Klar, es kann auch schneller werden, aber ich würde mal behaupten, das kriegen wir jetzt mit der Zeit hin. So. Okay. Dann rein. So, da kann ich so perfekt aufladen, damit ich einfach mal ein bisschen schneller werde, denke ich mal. So, mal ein Stück vor. Das ist halt auch das Praktische, ne? Jetzt machen wir gleich nochmal ein Stück vor, fährt einfach. Ja. Ah, da hängt noch was dran. Ah, jetzt wollte er mir weg hier. Jetzt habe ich extra so weit rausgefahren. Egal. Auch so. Weil ich mal kurz aussteige. Ah, von innen sah es irgendwie intelligenter aufgeladen aus, aber okay. Schieben kann ich mir es nicht. Klappt nicht. Auch hier schön, wie diese Trittleiter wieder ein- und ausklappt, auch so nette Details halt, ne? So, hilft nichts, ich muss den nochmal kurz hier ein bisschen, oder? Weiß nicht, muss ich den nochmal greifen oder mache ich es nur noch schlimmer?
So. Ich mach's schon mal richtig. Ja. Ich krieg den schon. So. Okay. So ein bisschen rein. Das ziehe ich dann aber so ein bisschen hoch. Okay. Fällt zwar gleich wieder runter, aber... Was soll's? YouTube! In dem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wir machen das Ding mal richtig voll. Ich gebe mir auch Mühe, dass wir das schnell hinbekommen. Hier haben wir noch einiges an Holz, was hier noch rumfliegt. Mal gucken, was es dann bringt und dann holen wir uns so schnell wie möglich, wie heißt das Ding? Den Scorpion King. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Feedback. Ciao.